Servus miteinander. Heute tun wir mal ein Unboxing machen. Ich habe hier noch ein original versiegeltes und verpacktes Gerät. Das ist die iJoy Ewig Primo Mini. Ich habe die mehrfach und die haben jetzt echt eins aufgehoben, dass sie das hier live auseinanderpacken können, dass man einfach mal sieht, was ist alles im Lieferumfang. Nur würde ich sagen, gucken wir uns das mal im Detail an. Und dann machen wir die Schachtel auch mal auf. Ich habe die zwar schon mehrfach in Benutzung, aber ich brauche jetzt nochmal einen Akkuträger, weil ich einen neuen Verdampferkopf kriege. Und deswegen packt man die jetzt einfach aus und dann seht ihr mal, was original alles im Lieferumfang dabei ist. Review. Sollte ich eigentlich auch noch unbedingt über das Gerät machen. Weil ich finde das Gerät eigentlich richtig gut. Obwohl es nichts Besonderes ist, aber das Kleine, die Handlichkeit ist halt einfach genial. Also, mit dabei ist so eine Karte, dass man halt sieht mit den Originalcoils, das ist ja ein Verdampferkopf, ist ja mit drin, mit welcher Leistung, dass wir die fahren können. Legen wir mal auf Seite. Dann haben wir den wirklich winzig kleinen Akkuträger. Machen wir da auch mal die Folie weg. Von der Verarbeitung könnte der ein bisschen besser sein. Aber ich würde sagen, das ist ganz okay so. Der ist konzipiert für einen Akku, also du passt einen 18650 rein. So, und was ist noch im Lieferumfang dabei? Ein ganzer Haufen Klolektüre. Wird sich ja wahrscheinlich keiner angucken. Dann ist dabei Ladekabel. Und bei dem Gerät ist dabei ein Verdampferkopf, ein Ersatzglas und ein Ersatzcoil. Also ist ein Komplettset. Ersatzglas ist dabei, Verdampferkopf inklusive Coil und ein Ersatzcoil. Aber ich brauche das wieder. So, und das ist eigentlich auch witzig, der Ersatzcoil, der ist eigentlich normal da drin. Der ist aber selbstständig, hat er sich von der Verpackung befreit. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Die Schachtel war ja noch komplett versiegelt. So, das lege ich auf jeden Fall auf die Seite. Werde ich extra separat verkaufen, weil ich da jetzt keine Verwendung habe. Und wenn ich den jetzt aber verwende, dann ist er nachher nicht mehr neu. Und ich möchte den so original neu wie er ist verkaufen, weil ich den nicht unbedingt brauche. Packen wir da wieder alles rein. Verpackung brauche ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich habe für den Akkuträger einen originaler Verdampferkopf da. Genau der gleiche, der was auch da drauf gehört. Und das reicht eigentlich erstmal für die Erstbetriebsnahme. Ja, Flow komplett zu. Ja, da brauchen wir halt noch einen Akku da rein. Dann kommt ein ganz normaler 18650 rein. Ich mache jetzt dann einen VTC5 rein. Also nichts Besonderes. So, dass man halt einfach mal sieht, in welchem Menü das wir sind.
mit einem Dreiklick, 1, 2, 3, können wir dann die Modi wechseln und wir möchten in den Watt-Modus. Power, 20 Watt. 20 Watt ist für den Coil ein bisschen zu wenig, dann kann man mal auf 50 Watt. So, und der Coil, was jetzt da drin ist, der liegt jetzt halt schon länger im Schrank. Kann ich gar nicht sagen, was das für ein Geschmack sein soll. Auf jeden Fall kein guter. Aber ich habe ja nur mal so einen Originalkopf. Machen wir einfach mal einen anderen drauf. Gucken wir mal, ob mir da das Nickbit besser schmeckt. Weil ich habe eigentlich die Originalverdampferköpfe, die haben ja alle ausgemustert. Guck mal, 4 oben. Schmeckt mir alles nicht. Aber ich brauche ja den Akkuträger eigentlich bloß, dass ich so wie hier einen anderen Verdampferkopf verwenden kann, dass ich da einen Crown drauf machen kann, so wie hier jetzt, oder dass ich einen Zeus drauf machen kann, so wie hier, weil die geschmacklich halt einfach viel stärker sind. Ja, viel intensiver. Aber mir gefällt halt der Akkuträger, der ist super handlich, den kannst du halt einfach praktisch mitnehmen, der verschwindet in der Hand. Super klein, Nachteil, ein Akku, Akkulaufzeit ist jetzt nicht allzu lang. So, und dann habe ich noch, hier noch ein Zeus Dual. Ist aber kein Originaler, das ist eine Replika und da würde ich sagen, daher der Verdampferkopf oder so, oder der Akkuträger oder so von einem anderen Kopf gedacht ist, mache ich jetzt einfach auch gleich einen anderen Kopf drauf. Machen wir hier den Zeus Dual drauf. Das ist zwar ein Tick zu breit für den Akkuträger, aber es funktioniert. Schießen kann er auch. Und da irgendwas mit Melone drin. Coil 0,19 Ohm, 50 Watt. Mal den Chat mit einblenden, dass irgendjemand live ist und schreibt jemand was und die kriegst gar nicht mit. Ja, und die haben vorher meinen Text umgeschrieben und das hat es nicht übernommen. So, aber ich hoffe, jetzt hat es das übernommen.
Hey, wir sollen ja eigentlich vorher da im Livestream was geändert, wenn da echt gar nichts passiert ist. So Unboxing-Video dauert natürlich halt lang. Würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.